es hat mich sehr gefreut, dass Sie da waren, da bis zum Ende ausgeharrt haben. Vielleicht noch ganz kurz ein Ausblick, was kommt als nächstes noch auf uns zu. Wir haben gehört, in den 80er Jahren hat so ein Herr, ein bärtiger Mann, der hieß Richard Stallman, die GNU GPL erfunden. Und dieser Mann ist tatsächlich noch on stage. Nächste Woche, Dienstagabend, haben wir ihn bei uns in Bern. Es ist wirklich immer sehr spektakulär, kann man sagen, wenn man Richard Stallman zuhört, wenn man ihn noch nie gesehen hat, unbedingt hinkommen, weil das ist wirklich etwas, ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie lange er es noch macht auf der Bühne, weil er ist doch schon eben rund über 30 Jahren am Weibeln für alle seine verschiedenen Ideen und Ideologien und so weiter. Also von dem her sehr spannend, Free Software mit Richard Stallman nächsten Dienstag an der Uni Bern. Dann ein weiterer Termin, den wir hoffen, den Sie sich in der Agenda frei halten können, ist der 18. Oktober 2019. Da wird die nächste DINACON stattfinden. Sie haben so kleine Postkarten gesehen. Konferenz für digitale Nachhaltigkeit, wo wir genau eigentlich dieses breite Spektrum von Open Source, Open Data, Open Education, Open Standards und so weiter, Open Everything abdecken möchten an diesem Anlass. Dazu passend haben wir schon heute Kleber mitgebracht. Kleber, die Sie ideal auf das Apple-Logo oder HP-Logo Ihres Laptops kleben können. Gut. Und eben, wer hat geholfen, das zu organisieren? Da sind wir vor allem über diesen Verein CH Open aktiv, Schweizer Verein zur Förderung von Open-Source-Software in den Schulen, bei Behörden, in der Wirtschaft, bei NGOs, bei Ihnen zu Hause, wo auch immer es Open-Source braucht. Wir machen eben diese Anlässe wie der Open Education Day, aber eben noch verschiedene andere Plattformen wie das Open Source Directory, ein Verzeichnis mit ganz vielen Open Source Lösungen und Anbieterfirmen, die Ihnen Kompetenz anbieten können. Wir machen politisches Lobbying für Open Source, aber eben auch Open Education. Da können wir dann mal schauen, ob wir da einen Vorstoß formulieren wollen, um das mal den Bundesrat darauf aufmerksam zu machen, auf das Thema IT-Beschaffungskonferenz, eben aktiv auch Sie unterstützen in Ihrem öffentlichen Beschaffungsverfahren, damit das ja am Ende des Tages korrekt alles zu und her geht. DINACON schon erwähnt und die Workshop-Tage als Weiterbildungsmöglichkeit. Von dem her würde es uns freuen, wenn Sie als Privatperson oder eben auch als Schule, als Kollektivmitglied sozusagen, da beitreten dem Verein, und das hilft uns dann unter anderem solche Events wie heute und der Alexandra Barden einen anständigen Lohn zu bezahlen. In dem Sinn sind wir am Ende. Wie gesagt, nochmal der Hinweis auf das Feedback-Formular, entweder auf Papier oder eben digital in der App-Präsentation kann man da Feedbacks abgeben. Und jetzt kommt ja noch ein schöner Abschluss, ein kleines Apero haben wir vorbereitet für Sie im anderen Gebäude wieder. Wir wechseln also nochmal nach drüben und können dann bei Bier und Orangensaft die weiteren Ideen aushecken, die uns da beschäftigen und die Kontakte knüpfen, die uns ermöglichen. Vielen Dank an alle, die mitgewirkt haben, alle Referierenden, alle Organisierenden, alle, die da waren, alle Teilnehmenden, und wir freuen uns, Sie auch nächstes Jahr wiederum an diesem Open Education Day begrüßen zu dürfen. Schönen Abend und schönes Wochenende.